Also, ihr Lieben, wir gehen über zum nächsten, würde ich fast sagen, oder? Bomberklot. Lass leicht machen. Kendrick? Also, wir kennen alle hier. Habt ihr so den kompletten Beef auf dem Schirm? Ich denke schon, oder? Bestimmt. Unsere Leute haben das irgendwie schon zum Großteil mitbekommen, das ganze Thema. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass Meet the Grahams auf jeden Fall das härteste Ding war. Da war ich wirklich da gestanden. Ich glaube, ich habe dich sogar danach angerufen oder irgendwas so und habe gesagt: So, Bruder, also das ist safe der Stärkste. Haben wir gequatscht oder war es jemand anderes? Ich glaube, wir hatten es Wir hatten darüber. auf jeden Ja. Fall schon mehrfach die Diskussion drüber. Not like us. Ich habe es erst nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, warum dieser Track so abgeht. Ja? Es ist ein sehr, sehr doper Track auf jeden Fall, aber er hat jetzt nicht dieses ursprünglich meine Meinung gewesen, so dieses, boah, krass, heftig oder sonst irgendwas, aber so mit der Zeit und mit der Entwicklung und mit dem Konzert so, es war einfach krass, was da entstanden ist, was da passiert ist, die ganze Energie, es war crazy einfach und ich feiere das Ding mittlerweile auch Facts. hart ohne Ende, lasst ehrlich sein. Row 7XT, vielen Dank dafür. Viel, viel Liebe. Wir bringen immer mehr noch so ein bisschen US-Stuff mit. Aber bisher hat ihn keiner so gemocht. Aber seit kurzem schauen auch Leute US-Shit bei uns. Von daher, ja. Ja, solange er groß genug ist. Anscheinend. So, es wäre auch schön, wenn ihr es anders machen würdet, weil wir haben da wirklich einiges in petto, um ehrlich zu sein. Ne? Safe. Ich glaube, das wäre krass. Da könnten wir auf jeden Fall. Stundenlang, Da könnten wir tagelang, Wochen, Monate Monate, durchstreamen. Monate, könnten wir einfach 24 Stunden durchstreamen. So. Yes. Und die Ritterzeit, ja. Minnesang, der erste deutsche Battle Rap sozusagen. Ja, Dietrich von Bern, ganz großer Killer, habe ich gehört aus der Zeit. Und der flammende Ring auf Blauer Samt von Torch, den kann ich nur empfehlen, wer auf sowas steht. Also, So, sehen. you ready, Bro? Na, ich bin sowas von ready, ne? Weißt du, was die noch sind? Not like us. Not like us, ja. I am reincarnated. I'm a stargazing. Life goes on. I need all my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. Deck of mine. Triggerwarnung. Seid ihr Epileptiker? Schaut dieses Video nicht an. CIP, ownership, the blueprint is by me. Mr. Get off, I get off at my feet. What's the password? Tommy. I see dead people. King, Alter. Der ist aber auch ein bisschen verstrahlt auf die Stage gelaufen, ne? Hast du es Bruder. mitbekommen? So. Und hat in dem Moment erstmal viel zu wenig Respekt bekommen. Oh, Shaky, was geht ab? Ja, auf jeden Fall. Aber Tommy ist halt auch einfach größer geworden, als er jemals gedacht hat. Was der an Jugendarbeit und alles gemacht hat, was dieser Dude geleistet hat, ne? Krasser Shit, oder? Alleine so Clowning Crumping. Also absolute Legende und so wichtig für Hip-Hop. Einer meiner Lieblingstänzer, der Serial Man. He is like Ja. me. He is like me. Ich muss kurz überlegen, ja. Aber sehr, sehr geil. Oh, ich mag die Studiomonitore. Oh, ich mag das Pult. Damn. Late. Seht ihr das? Ja, so muss das aussehen. Aber die Marke halt eiskalt ausgeblendet. Ja, ich kläre euch auf. Das sind einfach die 12.0 MK2 von Technics, nur dass ihr Bescheid wisst. Hey, Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a free throw, man damn, call a Amber Lambs, tell him free bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo, what's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton, the industry can hate me, fuck them all and they mama, how many ops you really got, I mean it's too many. Auch schon wie einen harten Ich Fick halt finde halt gibt, auch die ne? Chicano-Stance so krass mit seinen High-Race-Socks, Alter. Einfach mal Chucks. Ey, Bruder. Oh, this is banging white, Alter. I'm banging white, Alter. See Compton, the industry can hate me, fuck them all in. Rot wär's flamed up. Was ist das? Snowed up? Snowed down? Mama, how many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you. Beat the ass, yeah, and hide the Bible if God watching. Ja, ist ja die Wahrheit. Ne? 80% des Businesses, so wie wir inzwischen gelernt haben, auch im Deutschrap. Einfach nur so, Ist solange so. einer hinschaut, Ist so. ist man lieb. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extortion. Wenn wir schon davon reden, ne?
Was? Vom Verstecken der Bibel? So ähnlich? Sieht aus wie Simon Tells. No one up to score with him. Walking down whole time. I know he got some hoe on him. Pole on him. Extort shit. Bully the floor on him. Fand ich jetzt nicht. In dem schwarzen Dings? Nee, sorry. Sorry. Okay, ich schon. Aber das ist okay. Du darfst das. Das ist okay. Ist. Du ja? Punk. Das ist vollkommen okay, wenn du das so siehst, Bruder. Ja? Ich unterstütze dich dabei. Und wenn du magst, sehe ich es auch so. Du Punk. Say Drake. I hate you like I'm in. Ja, das sneakeste racist Shit, den ich je gemacht habe. Der kam eine halbe Stunde später, Alter. Das ist sneaky as fuck, Bruder. Als ich es gemerkt habe, war es zu spät. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boy, certified pedophile. Certified lover boy, certified pedophile. No. Disclaimer. We're all during the making of this video. Ach. Aber es ist halt auch, jetzt mal ehrlich, ne, was er in dem Video auch macht, jetzt mal zurück vielleicht. Er greift halt auch viele Stilmittel, die an der Westküste einfach super prägend sind für das Umfeld, aus dem ja, er kommt, ja, auf und setzt es halt wundervoll künstlerisch um. Also von den Knast-Drills, die er da gerade macht, zu den Latino-Stands, Bro, also Chicano-Stands plus, was jetzt hier gleich im Anschluss kommt, also der Rap ist schon hart. Und deswegen kriegt er auch die Liebe. Also ja, er ist tatsächlich auf dem Weg. Ich habe gebraucht, um es zu verstehen, ganz ehrlich. So, ganz, ganz ehrlich. Okay, da hatten wir ein interessantes Ding, ne? Trying to strike a chord, and it's probably A minor. Ja, da haben wir es geklärt auf jeden Fall. Ja. Gleich wird Savage, sagt Barstow, komm, okay. Und was denken wir, wird Drake in Zukunft noch relevant sein? Drake hat gerade die Milliarde, 100 Milliarden Streams? 100 Milliarden Streams geknackt. What are we talking about? Also er ist der größtmögliche Künstler, der man sein kann. Auf jeden Fall. Natürlich. Aber wenn wir es jetzt mal runterbrechen. In meinem Herzen, ja, bin ich absoluter Kendrick-Hörer und Liebhaber. So, ich fand aber ein paar Alben von ihm tatsächlich... Pimper Butterfly ging gerade noch so, aber es war dann irgendwann zu artsy und zu verkopft. Mein Problem. Good Kid, Mad City, Section 80, alles was war übertrieben, Freunde, ja. Brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten, aber es wurde dann irgendwann ein Ticken zu verkopft für mich. Nichtsdestotrotz liebe ich seine Musik und höre sie, ich weiß nicht wie oft. So. Aber Drake vibet halt anders. Drake vibet mehr und hat ganz andere Hypes. Hat Features mittlerweile so in die Afrobeat-Szene, die ich sehr, sehr hart feiere, hat einfach einen viel, viel breiteren, krassen Musikgeschmack und stellt sich auch komplett vielfältiger dar und ich feiere das auch hart ab. Also ich könnte mich jetzt nicht entscheiden zwischen den beiden, aber ich feiere beide hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, ich bin da auch eher auf der Kendrick-Seite. Ja, Drake ist mir da meistens zu verspielt. Ja, ich habe so nicht dieses Hardline-Bling. Bin ich nicht down. Aber er ist halt ein krasser Artist, das muss man jetzt einfach mal sagen. Und er gibt ja auch vielen Menschen, wenn ich das so richtig gesehen habe, auch Liebe, auch Liebe und Respekt und so. Ja, da, was soll ich da kritisieren? Ich kenne ihn nicht, aber Team Kendrick auf jeden Fall. Ja, und er hat auf jeden Fall anscheinend einen übergroßen Dang-a-Lang. Ja. Die Geschichte, wenn das wirklich stimmt, aber vielleicht haben sie es auch nur gestretched hinter den Picks und so, weißt du? Ich glaube es auch. Also, weil wenn der so... Open ihm auf. Oh, Kieferbruch. Das wird teuer in den Staaten, Bruder. Der Bruder, der könnte nicht mehr eine Erektion in der Hose bekommen. Da wäre einfach Game Over. Vielleicht ist sein Blutdruck besser als meiner. Dass ihn länger kommt. Oh, Bruder. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord. And it's probably A minor. They not like us. 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 You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul. I don't know why you still pretending. Bruder, wenn wir da noch alles mitnehmen, so, weißt du? Was ist? Und das Ding ist halt einfach, der Bruder ist so respected und das ist so ein gefährliches Umfeld, in dem der Mann lebt. Ja, es ist so gefährlich. Und er kriegt Liebe. Das ist das Krasse dran. Das ist Straßenkredibilität. Der ist wirklich auf dem Weg, der zweite Faktor nach Nipsey zu werden, so. Das ist, und Nipsey war unheimlich wichtig für diese Community. Aber ich glaube, er wird noch einiges
für Hip-Hop, für Gangs tun in Zukunft, dass er wirklich noch eine viel krassere Legende ist, die er bis jetzt eigentlich schon ist. Wie gesagt, ja. Nipsey ist, bei uns vielleicht ist das nicht so, aber da drüben ist das einfach ein Held gewesen. Und Kendrick ist mehr respected, was die Mucke angeht, und mehr, aber das hier, er ist gerade auf dem Weg wirklich dazu, der neue König der West Coast zu werden. Ja. Und in einem guten Weg. Crush over BOS dot nigga. They cold foul. I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches go. The audience not dumb. Shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep. I can go further, I promise. Ain't there some be rest? That's for bitching. You Malibu most wanted. Ain't no love boy, you ball boy. Fish Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie. Be flipped over your boxes. Since 2009, I had this bitch jumping. Ja, das ist, ich finde auch sein Flow ab diesem Part so krass in diesem Kendrick, Track. Kendrick kann alles, was Rap angeht. Ja. Ballboy, you ballboy, fetch Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie, be flipped over your boxes. Well, over your foe, the other vaginal option. Pussy, nigga better straighten they posture. Got famous all up in content, might write this with a doctor. Tell a pop star, quit hiding, fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on, he fuck around, get polished. Fucked on Wayne girl while he was in jail, that's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D-Rose came home, y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. Bitte gebt euch den Flow, wie der Dude gerade anzieht, das ist so sick in diesem Track. Das ist halt für mich auch der Unterschied zwischen dem Rapper und dem MC. Ich glaube ja, wirklich, klar, dass Drake noch viel mehr Skills stecken, als das, was er in seiner Mucke rauslässt, weil er es auch nicht braucht. So. Aber mir sind jetzt zwei Beefs bekannt, die für mich musikalisch Meek interessant waren. Ja. Nicht Meek, das war Clips. Also, ach so, du meinst jetzt, okay. Pusha T hat ihn zerlegt, hat er. Ich meinte jetzt zwischen Drake und... Das hat mich nicht mal interessiert, aber Pusha T hat ihn halt zerlegt und Kendrick schon wieder. Also das ist schon krass. Was wir uns gegeben haben, aber bisher Savage schon jetzt dieses Video, Bruder. Aber bist auf jeden Fall ein guter, wenn du dir erstmal so Görlitzer Park Album Reaction gibst und jetzt noch hier reinkommst. Beste. Beste, ja, vielen Dank für die Liebe. Ganz kurz an alle, die jetzt gerade im Chat sind. Ich glaube, es sind an der Zahl 35. True. Bitte folgt uns, supportet uns, was das Ganze betrifft, so, und einfach danke dafür. Ja, that's it. Wir machen weiter. Like a bitch apologizing. I'm glad D-Rose came home. Y'all didn't deserve him either. From Alondra down to Central. Nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the wrong label on me. I'ma get them dropped. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, how many stocks do I really have? Stark. Ich finde aber auch das Video, es ist sehr, sehr clean. Es ist dope gemacht. In den unterschiedlichsten Abschnitten, aber es ist super dope gemacht. Und es nimmt sich auch nicht zu ernst. Oder? Ja, genau. Ox, ey, how many stocks do I really have in stock? Ey, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ey, devil is a lie, he a 69 god. Ey, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ey, roll their ass up like a fresh pack of Zion. Ey, city is back up, it's a must, we outside. Ey. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Once upon a time, all of us was in chains. Homie still double down, calling us some slaves. Atlanta was the man. Der Bruder ist schon gut verkopft, ne? Es ist, der Bruder ist Killer, Alter. Vollkommen perfekt, auch dass er so artsy ist und dass er seinen Film schiebt. Das kommt schon geil, ne? Also, Bruder, Kendrick ist einfach super, super krass. Überleg mal, wie er bei den, ich weiß nicht, wann das die MTV Awards und die Grammys, wo diese Mega-Show von erster übertrieben. Die Super Bowl Halftime-Show, krass, Alter. Ja, der Typ hat einfach ein vollkommenes Verständnis von Kunst und von dem, was er machen will. Und ich finde es wunderschön, Alter. Hey, Bruder, der lebt halt einfach wirklich seine komplette Kreativität aus. Und das hat er auf dem Kasten, aber wie? Called building railroads and trains, bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real nigga challenge. You caught future when you didn't see the club. Hey, what? Little baby help you get your lingo up. What? 21, get your first street cred. Help me. Ich find's auch nice, dass er die Tänzer komplett mit einbezieht. Das Ganze, wie das komplette Video durch, einfach wirklich... Das ist halt auch Liebe, Alter, ne, die er den Leuten schenkt. Weil das, ich meine, diese Menschen haben wirklich einen Weg zu gehen, wenn der da drin ist, ist ziemlich dope. Aber jetzt mal ehrlich, gibt es was Wertvolleres als Tänzer oder Tänzerin, wenn du Fan bist von so einem Künstler, bist bei Tommy the Clown irgendwie am Start und die packen dich ins Video?
Nein, Bruder. Du bist Part davon. Nein, deswegen sage ich ja, das ist der crazy. Push deines Lebens, Bruder. Das ist geil. What little baby help you get your lingo up? What 21 get your far street cred? Thug make you feel like you a slime in your head. Ay, what Quavo said you can be from Northside. What 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you not a colleague, you a fucking colonizer. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the. Das ist deine Frau, oder? Und die Kinder? Bin ich mir nicht sicher, aber kann gut sein. Doch, ich glaube, das ist sie. Dann ja. Sie ist es, oder? Kann das mal jemand kurz bestätigen, bitte? Ich bin der Meinung, das ist seine Frau. unser Rechercheteam ist schon an der Recherche dran. Ja, das ist seine Frau. Na, also, Dankeschön. Yes. And the truth of the matter, he was God's plan to show y'all the liar. Mm. Oh. Mm. He a fan, he a fan, he a fan. Mm. He a fan, yes. He a fan here. Freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey. 69 God. So schön, Alter. Und kurz, weil nur die Frage aufkam, ob wir hier eine Kupferleitung haben, ja? Wir haben noch keine Glasfaser hier in Schweinfurt, no shit. Ja? Deswegen hängt es auch ab und zu. Aber trotzdem haben wir eiskaltes DSL hier und anscheinend läuft es manchmal nicht so gut. Und ich habe auch im Upload 40 Mbit, aber manchmal anscheinend auch nicht. Wollte ich nur sagen. Hey, 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 run for your life. Wir sind ja schließlich nicht in Timbuktu Süd, sondern in Deutschland. Das ist ja Deutschland. Ihr kennt doch die Problematik, außer ihr lebt in Großstädten. Aber sobald es irgendwie so ein bisschen dörflicher wird, müsst ihr Bescheid wissen. Ist Standard. Hey, hey, run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Let me say O-V-Ho. O-V-Ho. Say O-V-Ho. O-V-Ho. Then step this way. Step that way. Then step this way. Step that way. Are you my friend? Are we liking? Then step this way. Step that way. Then step this way. Step that way. Habe ich jetzt gerade einen Film geschoben oder was war das? Hast du es erkannt? Ach ja, es war der Hinterkopf der Eule. Ja, ja, dachte ich mir schon, aber ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Hätte auch ein verbrannter Grillhandschuh sein können. Ich dachte kurz, das ist sein Fuß. Ja? Damn, das ist hart. Damn, das ist hart, ja. Und ich habe es nicht verstanden. Da habe ich letztens ein Reel gesehen, wo einer sich die Hornhaut abgemacht hat und seiner Frau Chips frittiert hat. Ah, was ein Ehrenbruder. Was ein Ehrenbruder. Wenn die Frau das Video sieht, ist er geschieden, Bruder, ich schwöre ich dir. Ja, aber im bestmöglichen Fall auch beide reich. Ne? Zu Recht. Vielleicht geht's ja viral, ne? Also, vielleicht gibt's ja ein paar Leute, die es schon mal erleben durften, aber dazu später mehr so. Stark. Nein, wir haben bei der Sigma-Reaction nicht gemerkt, dass die Adlibs im Hintergrund von Animus sind. Wer sagt das? Ist es so? Kein Plan. Ist was? So, ist Fake News oder stimmt das? Ich habe keine Ahnung. Er hat einfach so einen Höhenflug, ein bisschen zurecht, oder? Aber auch irgendwie nicht zurecht, lass ehrlich sein. Aber es ist kein Höhenflug, so muss es halt auch erstmal verkraften. Ich freue mich halt, ich finde es ziemlich lustig. Ja? Aber ich kläre euch kurz auf, okay? Nee, lass uns erstmal auf den Track eingehen, weil alles andere ist ja Quatsch. Ja. Das machen wir in between so. Also nur, damit nicht doch mal gefragt wird, hier, wir haben natürlich erkannt, dass es hier die Eule als Label-Logo ist. Bruder, da kam gerade ein Daumen hoch, Alter. Funktioniert das wie... Hast du es gesehen, die Blase? Nee. Ist egal, sorry. Ich verstehe Twitch noch nicht ganz, aber es kommt, es wird besser. Also, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich, Eule, Label, Drake. Ja, wichtig auf jeden Fall. Ne? So, von mir kriegt der Track, verstehe die Frage nicht, ein Dopestance as fuck, weil Video super dope, super krass umgesetzt. Ich mag sowieso dieses ganze West Coast Ding und meine Vorliebe für Mafioide Strukturen. Unterstütze es auch noch, von daher ist alles dabei. Ist sozusagen ein Umami-Track. Stark. Mustard, auf jeden Fall. Ich finde, der Beat ist krass. Präsentiert die West Coast irgendwie auf eine andere Art und Weise, genauso wie es sein muss.
Ich assoziiere es tatsächlich auch mit der West Coast. Ich finde, der Beat ist Murder, lass ehrlich sein. Kendrick, wir kennen den Track jetzt alle schon ein paar Wochen. Ist natürlich auch Maschine auf dem Track, lass ehrlich sein. Es passt alles, das ist ein rundes Ding. Ich feiere den Track mittlerweile sehr, sehr hart. Und das Video ist richtig, richtig übertrieben dope, lass ehrlich sein. Auch von mir ein dopestens as fuck, aber auch das war klar. Und Big Boy checkt gerade, ob das stimmt oder ob das Fake News sind, zwecks der Adlibs. Aber wir finden es raus. Gibt es da irgendwelche Beweise dafür? Was gibt ihr denn eigentlich dem Track? Ja, also kommt, ballert mal bitte wieder in den Chat. Wir brauchen hier mal ein bisschen Interaktion mit euch, Freunde.